damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas und Playageddon. Eine Woche kam jetzt kein Five Nights at Freddy's Video mehr. Das hat auch den einfachen Grund. Ich hatte einfach keinen Bock auf dieses Spiel, weil ich dieses Spiel einfach nicht schaffe. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden. Wenn ich es heute schaffe, schön und gut, mache ich weiter bis zum guten Ende. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich das Projekt einfach abbrechen, denn es ist doch langweilig, wenn man immer diese gleiche Nacht sieht. Diese Nacht kotzt mich auch sowas von an. Halt deine Schnauze. Disco Pogo. Ich habe mir dann einfach überlegt, ein anderes Projekt zu starten. Eventuell Super Mario Bros. U. Was ich auch in der Mario Kart Folge angefragt habe. Das Problem... Fox, diese Fox, Fox, Fox. Das Problem ist nur... Na. Das Problem... Scheiße, wo liegt das Problem? Das Problem gerade ist, ich will ja Mario Kart hochladen, aber die Verarbeitung von YouTube dauert heute 3 Stunden und das Video ist immer noch nicht online. Also da, das lag heute sogar an YouTube und Springtrap stand da noch und ich habe trotzdem auf Play Audio gedrückt. Hello. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da stand irgendein Error, ne? Audio Devices. Okay. Da habe ich was gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwie klappt das heute überhaupt nicht mit dem Spiel. Ja, er steht schon da. Ich höre es schon, dass er da steht. Och, Spring in die Springtrap. Kannst mich auch töten. Ja, geh weg. What the fuck? Wo ist der hin? Hä? Hä? Ist das ein Bug oder was? Hello? Ja. Pff. Wo war? Kann er sich teleportieren oder so? Ah. Das kam jetzt unerwartet. Der war in den Luftschächten, ich hab's gehört, nur das Problem war, der fucking Ballonjunge kam auf mich zu und ich konnte es immer noch nicht machen. Aber ich könnte auch noch andere Horrorspiele let's playen, wenn ihr das wollt. Vorschlag wäre ja Five Nights at Freddy's 1. Nur das Problem ist, ich habe ja jetzt Five Nights at Freddy's 3 gekauft und dann wollte Tim 1 kaufen. Nur das Problem ist, der arme Schnorrer hat im Moment kein Geld. Denn er muss es immer für so viele Dinge ausgeben. Aber egal. Irgendwann wird Five Nights at Freddy's 1 kommen und ja. Das wird eine geile Zeit und wenn der neue PC da auch da ist, dann wird's viel geiler. Kann man viel mehr machen. Springtrap. Warum hast du nichts gelernt? Verpiss dich. Du blöder Mechatronic. Tronic. Tronic. Oh Mann, der soll mal weggehen. Direkt auf. Ja, wurde auch Zeit. Hi. Play Audio. Er kam wieder. Ich wusste... Ja, ist mir egal, ob er jetzt kam. Reboot all. Ah, Foxy kommt immer ohne Grund, wirklich. Der steht da und... Ja, man muss vorbei. Man muss ja die Dinge rebooten und dann verliert man wieder so viel Zeit. Jetzt die ganze Zeit mit dem Epilepsie-Licht und dem japanischen System hier. Ist auch nicht so. Da ist er ja. Jetzt ist er weg. Play Audio, damit er zurückkommt. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Er war gerade noch da und jetzt ist er weg. Ist er hier irgendwo? Springtrap, where are you? Come here, come here. Nicht, dass er wieder in den Gängen ist. Das wäre total scheiße. Aber irgendwann müssen wir diese Nacht doch schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein, echt. Aber egal. Im Notfall streamen wir das irgendwann. Oh, fuck. Ach. Gefickt sind wir. Gefickt. Aber sowas von... Hahaha. Ha ha ha. Ha ha ha.
Oh Mann. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, wie soll man... Fick dich, Springtrap. Los, spiel mal einen Tag. Ja, es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt solche Ausdrücke benutze, aber dieses Viech, das regt einfach nur auf. Weißt du, das Ding hat Thomas herausgefordert und wenn Thomas eine Herausforderung bekommt, nimmt er die auch an. Jetzt das letzte Mal und dann werde ich sie da probieren, so lange wie ich Bock auf das Spiel habe. Erschrecken tue ich mich schon lange nicht mehr. Man gewöhnt sich an die Jumpscares und ja. Wenn man sich an die Jumpscares gewöhnt hat und sie nicht mehr erschreckt, sind die Folgen noch langweiliger geworden. Ja, jetzt wird eine Moralapostel Tim kommen. Thomas, du hattest versprochen, das Spiel zu Ende zu spielen. Ja, aber was bringt es denn, wenn man diese eine Nacht nicht schafft, dann ist es doch auch für die Zuschauer langweilig. Nicht nur für mich. Also, ja. Hello. Weißt du, und der kommt immer direkt, wenn man einmal Springtrack weglockt. Ich bin Foxy. Ich ärgere den Thomas. Ich bin Foxy. Ja, das regt auch auf. Ja, Reboot ist schneller, Mann, bitte. Oh, Mann. Der ist gleich bestimmt schon da. Nein, der ist da. Ich könnte schwören, dass man da immer was hört. Ist das wegen dem neuen Patch so oder woran liegt das? Ich habe irgendwie gelesen, dass es... Mangle macht gerade Hausbesuche bei uns. Mangle hatte ich auch schon lange nicht mehr. Aber dieses Spiel... Das schaffen wir einfach nicht. Willst du mich verarschen? Wo kamst du denn her? So, jetzt ist der letzte Versuch, liebe Freunde. Dann werde ich dieses Projekt einfach abblasen. Aber ihr könnt mir wirklich mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr das weitersehen, wie ich diese 15 Nacht nicht schaffe, aber... Ja, das macht mir auch gar keinen Spaß mehr. Ja, wir können ja... Wir können es so machen, ihr könnt abstimmen. Dann wieder brechen wir das Projekt ab und machen dafür ein paar Streams, wo wir es weiterhin versuchen. Oder wir behalten das Projekt und machen keine Streams. Ja, die Streams werden nur in 360p, aber... Joa. Kann man sich eigentlich anschauen, da die Qualität hier nicht so wichtig ist in Five Nights at Freddy's. Hello. Hello. Foxy war nicht da, das ist ein Wunder. Normalerweise kommt er immer direkt, wenn man Springy Trappy hier immer hinlockt. Springy Trappy ist immer noch da. Wo ist eigentlich Freddy? Der will heute nicht on the dance, on the floor dancen, ne? Springtrap. Springtrap. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Er ist wiedergekommen. 1 Uhr ist es schon. Wir haben es heute bis maximal 2 Uhr geschafft. Und jetzt wird wahrscheinlich Freddy auf dem Floor dancen. Ja. So liebe ich es doch, wenn Freddy da rumdanzt. 1 Uhr morgens, Springtrap wird wahrscheinlich wieder durchsprinten wie Bolt und jetzt ist die Ventilation auch noch im Arsch, jetzt wird er wieder sprinten wie Bolt und ist gleich schon bei mir. Das ist total unrealistisch, wie schnell dieses Viech einfach ist. Da. Play Audio, please, please. Oh, ja, er ist da. Komm her. Ach, du dummes Viech, Mann. Oh, Mann. Alter, ich will dieses Spiel einfach nur einmal schaffen, beziehungsweise die 5. Nacht. Einmal habe ich es bis 5 Uhr morgens geschafft. Aber das war auch der Rekord. Nee, am Arsch. Da habe ich keinen Bock drauf auf Video Error. Weißt du, ich bin sowieso wieder gearscht. Ich bin sowieso wieder gearscht. Kann nicht machen, was ich will. Oh, er ist da. Hello. Sehr nice. 2 Uhr morgens und er ist noch da. Also diesmal sieht's auch gar nicht so schlecht aus. Aber... Ich sollte nicht übermütig werden.
Oh, bitte, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Es ist 2 Uhr morgens und er steht noch in Cam, Haupt, in der Hauptcam, wo er immer ist. Wo er immer am Chillen ist. Nie hat er mir mal ein Geschenk mitgebracht. Das finde ich voll gemein. Das, obwohl ich mich mit ihm... Da ist er, da ist er. Hello. Oh, scheiße, er hat sich schon verpisst. Oh, fuck. Oh, fuck. Hi. Bitte komm wieder, bitte komm. Oh, ich muss hoffen, dass er wieder kam. Audio-Device rebooten. Bitte, bitte, bitte. 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens. Zeit für Burger. Oh Mann. Das passiert, wenn man zu viel SpongeBob guckt. Da war er doch. Komm her, Kleiner. Mach Putt-Putt. Mach Putt-Putt. Oh fuck, da ist er, da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Hello. Jetzt muss er wiederkommen, weil ich es sage. Reboot all. Ich glaube, er war im Lüftungsschacht. Oder? Oder? Schreibt's mir in die Kommentare. Nein. Mann, beeil dich doch. Es ist 4 Uhr. Nein! Es ist 4 Uhr morgens. 4. Es ist 4 Uhr morgens. Beeil dich doch, bitte, bitte. Vier Uhr. Nein! Pfui! Ventilation. 4 Uhr. 4 Uhr. 5 Uhr. Es ist 5 Uhr morgens, Mann! Es ist 5 Uhr! Hello? Foxy, du Mongole! 5 Uhr morgens! Es ist 5 Uhr morgens! Es ist 5 Uhr morgens! Oh, bitte! Bitte! Hi. Bitte! Wie lange dauert das denn? Bitte! 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 Es ist 6 Uhr morgens! Ja! Alter! Wir haben's geschafft! Und ich hab dran gezweifelt. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ich nehme gerade an Ostern auf. Es ist ein Osterwunder. Es ist ein Osterwunder. Okay, wir sind jetzt wir spielen ein heulendes Kind. Okay, oh, hier liegen alle Mechatronics, die getötet wurden. Bitte schmiert die Aufnahme nicht ab, okay? Was ist das für ein Ding? Ach, das Purple Guy, ne? Yo, also, die sind schon erschreckend, ne? Ich soll den Ton vielleicht mal runterstellen. Wir haben denn die 5. Nacht geschafft. Wir haben die 5. Nacht geschafft. Da 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 da. Da 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 da. Oh yeah. Oh yeah. Okay, Purple Guy ist in Springtraps Anzug gegangen, so wie ich sehe. Das schlechte Ending haben wir damit erreicht, das Bad Ending. Und die Seelen scheinen noch da drin zu sein in den Mechatronics. Okay. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, diese 5. Nacht zu schaffen. Nach so vielen Stunden der Verzweiflung, haben wir es geschafft. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen, dass wir dies geschafft haben. Boah, ich hoffe,
Ich beende damit die Folge und in der nächsten Folge von Five Nights at Freddy's 3 werden wir uns alle anderen Dinge anschauen. Da Nightmare-Modus werden wir probieren und erstmal extra. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Five Nights at Freddy's 3 mehr verpassen wollt, würde ich mir sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.